Köln wächst. Der Wohnraum wird immer knapper. Um den angespannten Wohnungsmarkt zu entlasten, entstehen außerhalb des äußeren Grüngürtels neue Quartiere. Im Nordwesten Ronndorfs entsteht aktuell auf rund 36 Hektar ein neues Stadtquartier für mehr als 3000 neue KölnerInnen. Mit einem gesunden Mix aus modernen Wohnungen, Grünzügen, Kindertagesstätten, Schulen und einem neuen Quartiersplatz. Und begleitet von einem umfassenden Verkehrskonzept, um die Straßen in Ronndorf und Meschenich leistungsfähig zu halten. Das Rückgrat des Konzeptes ist die Stadtbahn Süd, als Verlängerung der Nord-Süd-Stadtbahn. Sie schafft eine schnelle und komfortable Anbindung an die Innenstadt. Die Fahrt von Ronndorf Mitte bis zum Hauptbahnhof dauert dann nur noch rund 16 statt 40 Minuten. Mit 6 neuen Haltestellen wird die Stadtbahn Süd auf 6,5 Kilometer neuen Gleisen rund 17.000 Menschen direkt an das Stadtbahnnetz anbinden. Im Zuge der Vorplanung geht es darum, die geeignetste Linienführung zu finden. Die Linienführung schließt in Höhe Arnoldshöhe an die bestehende Stadtbahn an und quert über eine neue Brücke den Verteilerkreis mit dem Kunstwerk Standort Mitte. Im Grüngürtel verläuft die Trasse eng entlang der Autobahn 555, um die Risiken für das Trinkwasser so gering wie möglich zu halten. Die Reinheit des Wassers muss bei Bau und Betrieb der Stadtbahn in jedem Fall gewährleistet bleiben. Denn das Wasserwerk Hochkirchen versorgt große Teile des Kölner Südens, Brühl und weitere Teile des Rhein-Erft-Kreises. Um die Gefährdung für das Wasser weiter zu verringern, muss auch die Straße im Wasserwerkswäldchen für den Autoverkehr gesperrt werden. Der Verkehr wird sich auf alternative Routen verlagern. Diese werden aus- und neu gebaut, um den zusätzlichen Verkehr aufnehmen zu können. Die Stadtbahn erreicht Ronndorf über den Weißdornweg. So erschließt sie sowohl den bestehenden als auch den geplanten Ortsteil. Im südlichen Abschnitt quert die Stadtbahn die neue Entflechtungsstraße und erreicht Meschenich Nord, das Ende des ersten Bauabschnitts. Hier werden über 4000 Menschen erreicht, mehr als 50% der Einwohnenden von Meschenich. Der zweite Bauabschnitt verläuft über die Brühler Landstraße bis ans südliche Ende des Stadtteils. Die Stadtbahn Süd soll mehr Menschen in Ronndorf und Meschenich dazu bewegen, auf den ÖPNV umzusteigen. Das trägt zum Klimaschutz bei und steigert die Lebensqualität für alle.